Hallo zusammen, heute begrüße ich euch zum Freistaat TV mit einem wunderschönen Trenta 640 Spezial Edition. Vorne gut zu erkennen, eine moderne Stoßstange der Marke Schnitzler. Diese Stoßstange könnt ihr natürlich auch für euren Kastenwagen bekommen. Weiteres Alleinstellungsmerkmal, schwarze Lufteinlässe sowie schwarzer Kühlergrill auch dazu. Außenfarbe von unserem gezeigten Trenta, Fiat Exklusivfarbe Campo Volo Grau. Dazu auch hier wunderschön zu sehen, schöne Leichtmetallräder der Marke Borbet im 18 Zoll Design. Und wie aus den Sportwagen auch bekannt, Eigenbau lackierte Bremssättel. Wenn wir weitergehen über das Fahrzeug auf der Fahrerseite nach hinten, sehen wir dynamische Linienführungen hier. Schöne Fenster dementsprechend und natürlich die Farbe Campo Volo Grau in ihrem schönsten Glanz. Über der Antenne könnt ihr noch einen hochwertigen Dachspoiler der Firma Funktional Design finden, was optisch natürlich auch wunderbar zum Fahrzeug passt. Hier seht ihr die optionalen Bullaugen, was dem Fahrzeug natürlich, ja, was soll ich sagen, nochmal ein ganz anderes Gesicht gibt. Jetzt nehme ich euch mit in den Trenta 640. Jetzt seht ihr mich im Innenleben des Trenta 640. Wie ihr oben schön sehen könnt, große Kopffreiheit mit indirekter Beleuchtung und natürlich großem Heckfenster dementsprechend. Dazu die Schränke hinterleuchtet. Wie ihr hier gut erkennen könnt, seht ihr, das Fahrzeug ist auf einer Fiat-Basis. In der Mitte findet ihr optional das große Multimedia-System von Kenwood. Hier seht ihr den Kühlschrank mit beidseitigem Anschlag. Das Gefrierfach ist herausnehmbar. Kurzer Ausblick ins Bad. So, hier beginnend mit einer funktionellen Schiebetüre. Spiegel, integrierter Spiegelschrank, wunderschöne Beleuchtung. Großes Waschbecken, optionale Ausstellfenster, ja, und noch jede Menge Staumöglichkeiten. Hier ist der große Schlafbereich im Trenta 640 mit Längsbetten. Wir zeigen euch heute nicht alles vom Trenta 640, denn ihr hattet ja schon mal das Vergnügen eines Videos von uns. Wir werden euch hiermit verlinken. Heute ging es ja ausschließlich um das Design des Trentas. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder auch Interesse an diesen modernen Frontschürzen, einem Dachspoiler oder auch an den Leichtmetallrädern habt, dann würde ich mich sehr über eine Nachricht von euch freuen. Ich kann auch euch natürlich ein ganz spezielles Angebot unterbreiten. Das ist ja nur eine Kleinigkeit von dem, was heute machbar ist. Bis demnächst! Extra.